Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo im Franchise-Modus. Jo, gut Leute, ich habe mir noch ein bisschen Gedanken gemacht. Ihr seht das gerade, ich bin schon wieder hier fleißig am Vorspulen und Sachen verändern und so weiter und so weiter. Denn wir hatten ja jetzt in den letzten Folgen dieses etwas größere Safari-Gehege gebaut mit Giraffen drinne, Zebras. Und das Problem ist aber, dass so schon der Zoopfleger kaum hinterherkam, beziehungsweise mehrere Zoopfleger kamen schon nicht hinterher, da irgendwie sauber zu halten und so. Weswegen es keine gute Idee gewesen wäre, da zusätzlich noch afrikanische Elefanten reinzuhauen. So, und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich einen Abschnitt von diesem Gehege, das ist ja irgendwie 10.000 Quadratmeter groß oder so, so viel Platz brauchen die auch nicht wirklich. Das ist wirklich weitestgehend dann ungenutzt. Dass wir einen gewissen Teil von diesem Safari-Gehege abtrennen, sozusagen, und daraus nochmal ein separates Gehege machen. So, in diesem separaten Gehege würde ich dann sehr, sehr gerne afrikanische Elefanten reinhauen. Und ich glaube, dann gibt es noch irgendein anderes Tier, was auch sehr gut mit denen klarkommt, was nicht mit Giraffen und so weiter klarkommt. Das können wir dann gerne da auch noch irgendwie hinzufügen. Und ich habe da vor allem dann jetzt versucht, irgendwie da, wo diese ganzen Wasserfälle sind und so, werde ich dann gleich probieren, schön den Weg lang zu ziehen und das dann auch zu verbinden mit dem Aussichtspunkt, wo diese Flusspferd-Aussichtsplattform ist. So, das werde ich dann auch noch ein kleines bisschen schon ausdekorieren und so weiter. Und sobald ich damit fertig bin, hören wir uns in ein paar Minuten wieder und werden dann afrikanische Elefanten und so hinzufügen.
gut, Leute. Ja, sind wir erstmal wieder. Ist noch nicht hundertprozentig fertig, ist ja immer mein Standardspruch danach. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal ganz cool. Und das Beste ist, die Leute laufen, wie es aussieht, auch lang. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, dass das hier zu niedrig ist. Ich glaube, das muss ich gleich noch ein bisschen erhöhen. Genauso hier muss ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen erhöhen. Ist jetzt auch ein bisschen over the top kitschig und so. Keine Ahnung, oder also was die Vegetation angeht. Aber ich habe mich einfach ein bisschen ausgetobt. Hab das versucht hier schön zu machen und so. Ja, und hier würde ich jetzt gleich afrikanische Elefanten reinhauen. Wobei ich noch so ein, zwei Ideen habe, was ich hier gerne noch probieren würde gleich. Ah, guck mal, hier, die laufen schon ein bisschen weiter. Ich glaube, ich muss echt die Steine hier noch ein bisschen erhöhen gleich. Könnte auch sein, dass ich hier die Steine noch erhöhen muss, denn hier habe ich noch so einen Aussichtspunkt gemacht. Alles ausgekleidet mit Felsen, wo man sich zum Beispiel die Flusspferde angucken kann, wenn man will. Hier, guck mal, voll aus der Nähe und so, voll cool. Ich glaube aber, wir machen mal hier ein bisschen höher eben. Weil aktuell gehen die da nicht rein. Ich denke mal, das liegt daran, dass die alle zu groß sind. Ist halt nur für kleine Kinder oder so, keine Ahnung. So, den Stein machen wir auch mal noch ein bisschen höher. So, rein theoretisch müsste das jetzt aber ausreichen von der Höhe. So, wie weit geht ihr denn? Das würde mich jetzt auch mal sehr interessieren. Ja, es ist ein bisschen schade, dass hier keine Sonne drauf scheint, auch wenn ich jetzt die Uhrzeit ändere und so. Das ist immer Schattenseite. Es sieht in der Sonne immer besser aus. Also rein optisch gesehen. Würde hier die Sonne drauf scheinen, würde das viel, viel besser aussehen. Wir können mal gucken hier, ob es irgendwie, aber das wird nicht gehen. Das ist die Seite, wo die Sonne nie hinscheint. Das ist so hier vielleicht ein bisschen früh am Morgen. Dann sieht das auch ganz schön aus. So. Ja, die gucken sich sogar den Wasserfall an. Was hält man denn davon? Ja, also hier muss ich auf jeden Fall höher machen. Wir gucken gleich mal, wie weit sie jetzt laufen. Ich glaube aber, hier ist jetzt Ende. Hier wird jetzt Schluss sein. So, und ich habe jetzt auch schon fleißig afrikanische Elefanten gekauft. Ist gar nicht mehr so leicht aktuell. Das Breeding ist momentan richtig schwer, ne? Also ist wirklich super schwer. Kaputte Barriere. Ich schau mal eben. Lass mal wegen Forschung gucken. Selbst wenn man das alles voll erforscht hat und gute Tiere, ist teilweise die Breeding-Chance nur 30%, 35% oder 40%. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, das aufrechtzuerhalten. So, hier gehen die durch, oder? Das haben wir doch gut geplant von der Höhe her. Also hier der Herr links sollte jetzt, oder die Dame sollte jetzt nicht irgendwie springen. Aber das scheint zu funktionieren. Aber warum steht ihr jetzt dumm rum? Das würde mich mal interessieren. Mal gucken, ob die jetzt hier noch weiterlaufen. Das war witzig, wie das jetzt gerade aussieht. Können wir mal, wollen wir noch Regen machen? Komm, wir machen mal noch Regen. So, Nacht sollte ich lassen. Ich habe keine Lampen platziert. Und Schnee sollte ich auch lassen. So, die gehen auch hier durch. Also der Weg ist schon ganz cool. Ich würde wahrscheinlich trotzdem hier etwas höher machen. Ganz kleines bisschen. Noch mal so hier. Ich hoffe, dass das mit den Pflanzen dann okay aussieht. So. Oh Mann, das sieht immer so cool aus beim Regen. Wusstet ihr, das habe ich jetzt in dem Video gesehen, wenn man ein geschlossenes Gehege baut, wo irgendwie, sagen wir mal, so ein Tropenhaus, wo 30 Grad drin sind oder 40 Grad, ne? So, und dann regnet es draußen, dass dann in dem Tropenhaus Nebel entsteht oder leichter Nebel entsteht. Also wenn es draußen dann sehr kalt ist und die Temperaturunterschiede sehr groß sind. Das ist unfassbar, oder? Das sind ja alles Sachen, die wir noch gar nicht so erkundet haben und so. Wozu ich auch nicht weiß, ob ich noch dazu komme. So, also der Weg funktioniert erstmal. Der wird erstmal fleißig benutzt. Das ist sehr, sehr cool. Das freut mich sehr, 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 sehr dolle. Ah, Mann, nice. Ich würde dann hier auf jeden Fall, es gibt ja noch hier diese Echsen. Da würde ich hier gerne wahrscheinlich hier noch ein Gehege dann hinsetzen. Aber ich würde jetzt erstmal die Elefanten reinknallen. Ich würde jetzt nur noch sehr gerne sehen, dass die Leute auch hier unten rumrennen. Ich habe hier extra schon eine Futterstelle hingemacht. Aber mal gucken, vielleicht wird das ja noch was. Ich habe keine Ahnung. Jetzt stehen die alle hier rum. Na gut, die hatten halt auch eine gute Sicht. Da würde es halt echt Sinn machen, hier alles mit Felsen zuzumachen, sodass die von hier nichts sehen, sodass die mehr gezwungen sind, in diesen Bereich zu gehen. Ne? Das wäre halt super sinnvoll. Normal würde ich das auch nicht so lassen, diese Brücke hier. Da würde ich definitiv die noch ein bisschen hübscher machen und ausarbeiten und so mal gucken, ob ich noch dazu komme. Wenn ihr das guckt, ist die Beta ja schon lange vorbei. Wenn ich das aufnehme, ist sie bald vorbei. Das ist wirklich nicht mehr viel Zeit, noch ein paar Stunden oder so. So, gut, ich habe mir das jetzt genug angeguckt. Ich entschuldige es, Leute, aber gefällt mir schon mal ganz gut der Weg. Ich mache mal den Regen ganz kurz wieder aus. Ich mache jetzt aktuell eigentlich mal bitte erstmal. So, dann sieht trotzdem aus wie Sonne und es sind nur 30 Grad.
ist immer ein bisschen angenehmer. So, gut Leute, dann lasst mal gucken, ob es irgendwas Neues gibt. Nö, gibt nichts Neues. Ich glaube, wir haben da ein neues Giraffenbaby bekommen. Wir müssen jetzt theoretisch 3 Giraffenbabys haben. Können wir eben gucken, Tiere. Straußen habe ich noch einen hier drin. Der ist bestimmt ein Handelszentrum, ja, habe ich mir gedacht. Zebras, ich sollte mal... Wie alt bist du denn? Ah, das ist schon kurz vor Altersschwäche. Gut, dann Zebras würde ich dann später in eine neue Generation wahrscheinlich noch reinknallen wollen. So, wie sieht's hier aus? Die sind ausgewachsen alle, oder? Ja, das sind einfach nur die Weibchen hier. Also auch das Junge, das Kalb ist ausgewachsen. Das ist sehr schön. Jetzt lass mal gucken wegen Zebras. Wir haben 5 Stück. Okay, wir haben nur 2 jugendliche Zebras. Ah, ich finde das so cool, wie ich da. Das ist wirklich cool. Jo, gut, ich würde jetzt sehr gerne mal die afrikanischen Elefanten reinlassen. Hier übrigens habe ich jetzt so einen elektrischen Zaun hingemacht. Bin ich eigentlich kein Freund von so, ne? Aber die Tiere sind ja smart. Die sehen das elektrische Zaun, drum lassen die einfach in Ruhe. Ich finde es einfach schöner, dass man hier durchgucken kann. Das gleiche würde ich hier wahrscheinlich auch machen wollen. Ich hoffe, dass hier Strom ist. Ich soll das mal gucken, ob hier Strom ist, ansonsten sollte ich das lassen. Hier wäre Strom. Okay, alles klar, dann können wir das machen. Ich glaube, dass das besser aussieht. Stahldraht, das wird nicht halten. Elektrisch. So. Ich finde das irgendwie schöner so. Also wenn man durchgucken kann. Das Problem ist, alle anderen Zäune, die so maschendrahtmäßig sind, die sind nicht stabil genug. Ah, guck mal Leute, jetzt. Nice. Nice, nice, nice. Jetzt sind sie ja drin. Hier kann man auch noch ein bisschen schöner machen, ne, mit Pflanzen und so. Ah, es ist halt schon cool, weil das ja wie so ein kleines Menschengehege im Tiergehege ist. Und dass das funktioniert, schon wieder nice. Man muss halt echt nur dafür sorgen, dass die Tiere nicht irgendwie die Menschen erreichen können oder so. Sehr, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. So gut. Alles klar. Afrikanische Elefanten. Über mal Tierhandel. Ich habe wirklich einige geholt. Man sieht das schon. Ich habe auch noch 19.000 Punkte. Barriere kaputt ist, glaube ich, wieder nur Zuchtgehege. Gehe ich zumindest mal fest davon aus. Es ist echt schwer, momentan an Tiere ranzukommen. Beziehungsweise jetzt in der Endphase. Weil die alle super teuer sind. Aber ich habe jetzt einfach einige von der KI gekauft. Ja, jetzt gehen 17%. Ich hoffe einfach, dass das Männchen da irgendwie Gas gibt. Mal gucken. Ich hätte halt schon Bock auf ein afrikanisches Baby-Elefant. So, gut. Ich verlege die alle mal rein. So, und da ich davon ausgehe, dass die afrikanischen Elefanten wieder kacken werden, als gäbe es keinen Morgen. Also bei den indischen Elefanten war das ja der Fall. Übrigens, indische Elefanten. Ich habe, glaube ich, keine mehr im Zoo. Da muss man gleich mal wieder neue reinhauen. Ich habe noch einige da von der letzten Zucht sozusagen. Müsste ich eigentlich hier noch ein Zoopflegergebäude bauen? Das sollte ich auf jeden Fall machen. Ich kann das mal eben zeigen. Der Zugang ist hier. Ne? Habe ich über einen Tunnel verbunden, über ein Tunnelsystem. Geht das hier so lang? Oh, guck mal, die sind schon unterwegs jetzt hier. Das geht ja schnell. Okay, jetzt zeige ich euch gleich. Wir gucken uns jetzt erstmal Elefanten an. So. Premiere! Ich hoffe nur, dass er sich jetzt hier bewegen kann und nicht in dem Stein festhängt. Ich glaube, ich mache den Stein mal weg hier eben. Und den hier genauso. Ja, die werden nämlich sofort wieder... Moment! Nein! Oh Gott! Bewegen. Dass die nicht einfach 1-2 Meter weiter vorgehen können, um die freizulassen. So. Ich weiß halt nicht, ob die sich hier bewegen können. Wahrscheinlich schon. Aber egal, ich bin mir auf irgendwas sicher. So. Jo, nice, ey. Ja, wie cool. Die ist vollstauben. Die sind ja richtig nice. So gut, Leute. Jetzt muss ich aber erstmal schön machen für die. Ne? Die haben ja noch nicht mal was, wo sie essen können, etc. etc. Gehegegröße, das ist erstmal ganz interessant. Das ist scheiße. Können die nicht die Brücke benutzen? Ich habe hier extra so eine hässliche Elefantenbrücke gebaut. ich guck mal eben. Die können da nicht drüber gehen, so wie es aussieht. Hä? Moment, Gehege. So. Ah, wie ärgerlich. Aber wartet mal, vielleicht kann ich das nur irgendwie anpassen, dass es doch geht. So, okay, nächster Versuch. Yo, sie war einfach zu schmal gewesen. Nice, jetzt funktioniert die Brücke, Leute. Jetzt kannst du drüber gehen. Okay, alles klar. Nichtsdestotrotz muss ich mal das so anpassen, dass die hier auch ins Wasser reingehen können. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Okay, Leute, ich werde mal ganz kurz ein bisschen vorspulen, werde das Gehege mal jetzt noch super cool machen. Ich gebe mir Mühe. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ready bin. Also bis gleich.
Leute. Ich glaube, soweit passt das jetzt erstmal. Oh, guck mal, der läuft gerade über die Brücke. Ist noch ein bisschen wenig Vegetation, leider. Aber zumindest von Felsen und so weiter. Aber das kann man jetzt ja alles gleich noch ein bisschen machen, wenn wir wollen. So, wie geht's euch denn jetzt? Ernährungszustand sieht so gut, ansonsten kann sich das erstmal sehen lassen. Platz könnte ein bisschen mehr sein. Ja, das sind so 300 Quadratmeter ungefähr. Ich glaube, das macht es jetzt nicht ganz so fett, das ist schon in Ordnung. Umgebung 94%, damit kann ich leben. Ich habe wirklich sehr viele Sachen gerade hier platziert, die eigentlich hier nicht hin, die hier eigentlich nicht sein sollten. Wo ich aber finde, dass das gut aussieht. Und so schlimm scheinen die Elefanten das jetzt auch nicht zu finden. Juhu. So gut, Leute, ich habe hier extra, kann das mir eben zeigen, hier, das richtig schön schmal gestaltet, das Gewässer. Gerade da vorne auch, hier. Da können wir nämlich jetzt hier noch Stromschnellen machen, das sieht nämlich immer relativ cool aus. Das habe ich ja auch, das habe ich glaube ich noch nie gezeigt, das habe ich im Stream gemacht. Hier zum Beispiel. Hab ich so einen kleinen Bach erstellt, den habt ihr wahrscheinlich noch nie gesehen, außer die, die im Stream geguckt haben. Ich weiß nicht, ob ich es gezeigt habe, kann auch sein, dass ich es mir gezeigt habe, keine Ahnung. Und so ähnlich würde ich das jetzt hier auch nochmal gestalten wollen. Aber ich finde das voll cool, dass sie auch die Brücke jetzt benutzen. Ist natürlich jetzt keine hübsche Brücke oder so. Ich wollte einfach eine sehr stabile Brücke bauen. Das Gute ist, die Zoowärter können ja auch drüber gehen. Apropos Zoowärter, darum muss ich mich auch gleich kümmern. Ich mache eben die Stromschnellen. Ich kann ja schon mal einen ranholen hier. So. So, rein theoretisch kann man jetzt auch machen, dass das hier drinnen einfach mündet, dass es hier ein bisschen ruhiger ist, das Gewässer. Das würde eigentlich derbe Sinn machen. Machen wir einfach Wasserfall unten. Ein bisschen weiter runter vielleicht. Das ist zu viel. So hier. Ja, machen wir einfach mal, dass hier ein bisschen mehr Strömung ist. So. Gut, das hätten wir. Und jetzt müssen wir hier aber noch ein paar kleine Steine reinkloppen. Dann würde es nämlich automatisch nochmal ein bisschen besser aussehen. Wasserfall unten. Mal. So, machen wir nämlich hier noch was hin und dann können wir einfach so tun, als würde das Wasser auch hier und hier noch so ein bisschen lang gehen. Was mal oben. Jo. So. So, und jetzt hier bitte auch noch ein bisschen. Okay, alles klar. Ich denke, das ist erstmal in Ordnung so. Also genau das gleiche wollte ich eigentlich hier auch noch machen. Ich weiß noch nicht, ob ich es hinbekomme. Das Problem ist, das werde ich mit dem Terraforming nicht mehr wegkriegen. So, machen wir mal so hier. Und hier würde ich auch noch ein bisschen enger machen. So. Wow. Hört ihr das? Das klang gerade sehr interessant. Oh, haben die Liebe? Sind wir? Das klingt irgendwie, als würde man irgendwie einen Ballon die Luft rauslassen oder so. Was hat denn hier gemacht? Weibchen, Männchen. Und die haben komische Geräusche gemacht. Wartet mal. Meint ihr, die haben es probiert und es hat einfach nicht geklappt oder so? Partner vergleichen. Wie hoch ist denn die Fruchtbarkeit? 0%. Eieiei. 0% ist so lächerlich. Was hat die? Okay, die hat nur 16%. Ich muss mal ganz schnell erforschen. Stimmt, das hab ich schon wieder vergessen. Das muss man wirklich immer gleich als erstes machen. Allgemein würde es halt Sinn machen, hier im Wasser mal noch ein bisschen kleinere Steine zu platzieren. Alter, wie voll das hier ist. Wir müssen unbedingt Spendenboxen platzieren. Krass. Was geht denn ab mit euch? Könnte an den afrikanischen Elefanten liegen. Alter, ist das voll hier. Und ich habe mir echt am Anfang Sorgen gemacht, ob der Weg überhaupt benutzt wird. Ist das heftig. Ich meine, ist halt auch ein cooler Weg, oder? Das Kind läuft halt so ein bisschen außerhalb vom Weg, aber okay. Mann, 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 ist das voll. Okay, ich hau mal noch ein paar Spendenboxen hier eben hin. Und dann muss ich mich mal eben gucken. Und dann muss ich mal eben gucken wegen Zoopflege. So. Lieber eine zu viel als eine zu wenig. Also hier bin ich halt nur unentschlossen. Eigentlich fände ich es ja cool. Ach du Scheiße, ist das voll.
Eigentlich fände ich es ja fast cool, diesen Weg hier noch zuzumachen, dass da hier ein Sichtschutz ist, irgendwas. Dass die hier mehr hier nach unten gehen. Das wäre eine Variante. Aber ich meine, es lohnt sich ja eigentlich auch so, da runter zu gehen. Ich meine, guck mal von hier. Haben wir echt einen super Blick. Oder? Kann man sich da eigentlich nicht beschweren, will ich mal meinen. Sieht ganz geil aus. Ah, cool. So, aber da ist doch gar kein Essen drin, wahrscheinlich, oder? Nee. Da kommt endlich ein Tierpfleger, nice. So, gut, Leute, ich mach mal noch schnell jetzt einen Arbeitsbereich, beziehungsweise, dass das alles noch ein bisschen effektiver ist. Hier ist ein Elefant eingesperrt. Komm mal schnell raus, bitte. Ich muss auch ehrlich sagen, afrikanische Elefanten gefallen mir schon ein bisschen besser als indische Elefanten. Oder? Also mir persönlich zumindest. Die haben größere Ohren und so. Keine Ahnung. Irgendwie finde ich die cooler. Was ist denn Benjamin Blümchen eigentlich? Ist Benjamin Blümchen ein indischer Elefant oder ein afrikanischer Elefant? Ja, Benjamin Blümchen hat, glaube ich, ziemlich große Ohren. Ist wahrscheinlich ein afrikanischer Elefant, oder? Cool! Das sehe ich zum ersten Mal. Nice. Das hier ist super cool. Ah, das sieht auch ganz cool aus, so mit dem Giraffenhaus im Hintergrund. Und natürlich hätte man jetzt hier auch noch ein massives Elefantenhaus bauen können und so, aber ey Leute, das machen wir dann alles in der Vollversion, wenn ich dann nicht, also wenn ich dann nicht diese Zeitgrenze habe wegen der Beta. Da wollte ich mir jetzt lieber nochmal die Zeit nutzen und noch ein paar Tiere angucken, die wir noch nicht haben. So krass, dass die voll Wimpern haben, oder? Oder? Sieht man ja, das sind echt voll die Wimpern. Hat sich hübsch gemacht. So, richtig cool. So, theoretisch könnte man hier noch ein bisschen mehr Vegetation hinmachen oder so, aber die wollen das ja gar nicht unbedingt. Aber zumindest jetzt so mit diesem Fluss hier, mit einem kleinen Bach, Wasserfällen, und hier auch nochmal ein kleiner Bach, finde ich das eigentlich schon ganz cool. Kann man sich nicht beschweren. Das ist so diesen Bereich unter der Brücke, den finde ich halt so semi-geil. Aber, ja. So, hier hat alles angefangen. Ja, die Schildkröten haben es jetzt hier auch deutlich besser, beziehungsweise ich habe, glaube ich, nur noch eine Schildkröte. Die Schildkröten sind übrigens voll der Geldmagnet. Das ist wirklich übel, ich zeige euch das mal eben. Ich weiß nicht, ob das in der Vollversion immer noch so sein wird, aber falls ja, dann gebe ich euch den Tipp. Guckt mal hier. So schnell wie möglich so eine Riesenschildkröte zu kaufen. Oder zwei. Das ist ja super günstig. Könnt ihr sogar für Bargeld machen und von der KI einfach holen. Und dann haut ihr eine Spendenbüchse davor. 1,5 Millionen Dollar haben wir darüber gemacht. Ich glaube, ich habe überhaupt kein Tier so viel Spenden gesammelt wie über die Schildkröten. Kann natürlich auch daran liegen, dass sie direkt am Eingang sind. Aber ich habe auch gelesen, dass... Wow, okay, und Cutters sind auch krass. Ah nee, das ist die Summe hier. Mantua hat 260.000 gebracht. Dann haben die auch was wenig Krokodilen hier reingehauen. Cutters ist auch super lohnenswert. Hier haben wir 570.000 bekommen. Das ist ja gerade nicht uninteressant. So, die habe ich wahrscheinlich erst vor kurzem platziert. Keine Ahnung. 31.000. Also, wir bringen nicht so viel. Aber es liegt halt auch immer ein bisschen daran, sehen die Leute die Tiere oder nicht. Ne? Desto größer das Gehege, desto weniger sehen die. Hier war anscheinend so ein bisschen der Hotspot gewesen. Hier haben wir fast 100.000 gesammelt. So, Schneeleoparden ist sehr, sehr enttäuschend, dass wir bisher echt kein Baby bekommen haben. Und ich bin es auch langsam leid, immer wieder neue zu holen und Ich meine, das Gehege von denen ist jetzt auch echt hässlich. Super wenig Liebe reingesteckt. Das stimmt, ja, das sehe ich ein. Nichtsdestotrotz geht es denen halt super gut, ne? Also, den Leoparden ist es ja relativ jetzt egal, ob da jetzt ein Stein mehr oder weniger drin ist. Ja, schade eigentlich. Aber alles dann in der Vollversion halt, ne? Ich denke, das Balancing ist da jetzt in der Beta einfach, die sind ja voll dabei, das nur irgendwie hinzubekommen, dass es halbwegs cool ist mit dem Baby bekommen. Und kriegen die zu viele Babys, dann ist es irgendwie scheiße, zu wenig Babys ist auch kacke. Ist nicht so leicht, da ein Mittelmaß bei Baby bekommen zu finden, wisst ihr? Also, unseren Isabellbären geht's auch gut, auch wenn das Gehege jetzt auch relativ trostlos ist, aber immerhin, dieser Badesee ist ganz geil, der wird echt viel benutzt, so. Ich hoffe nur, die pinkeln nicht ständig rein. So, hier sind noch irgendwie drei Aktivisten, die in diese Richtung demonstrieren. Okay.
Die demonstrieren gegen den Strom oder so. Ich habe keine Ahnung. So, ja, Löwen sind nicht mehr so viele da, aber es sind noch welche da. So, Menschen hier ist auch noch am Leben. Ja, vielleicht kommt da ja sogar noch ein Baby. Ich weiß auch nicht, ich kann auch, keine Ahnung, ich kann gerade nicht sagen, ob das jetzt hier die letzte Folge sein wird oder nicht. Oh, das hängt doch ein bisschen davon ab, wie viel ich da noch schaffe. Aber ich darf, wir machen trotzdem mal so eine kleine Führung, weil jetzt habe ich, glaube ich, jetzt seit, keine Ahnung, seit 10 Folgen oder so habe ich das jetzt nicht gemacht. Und ich meine, wenn man hier sich so viel Mühe reinsteckt und so, dann will man ja auch mal alles zeigen, so zusammenhängt. Können wir mal ganz schnell zu den Tigern machen. Das hier finde ich jetzt auch ganz cool. So, ich mag halt diesen Kontrast hier mit dieser Wüste. Alles super trocken und dann hier plötzlich schöne idyllische Oase. Ja, das ist schon cool, das ist schon cool. So, Aquarien habe ich auch ein bisschen gemacht, auch wenn ich das jetzt hier im Giraffenhaus ist so semi-cool. Also ein richtiges Aquarium oder Terrarium ist natürlich deutlich stylischer. Aber auch das machen wir dann in der Vollversion. Ich freue mich halt voll auf gemäßigtes Biom. Allein deswegen, weil dann Tropenhäuser und so geschlossene Häuser viel mehr Sinn machen. Wisst ihr? Also auch von der Logik her. Ist grad der, habt ihr das gesehen, was der Tiger? Der ist gerade reingesprungen, oder? Habt ihr das gesehen? Könnt ihr nochmal zurückspulen oder so. Ich guck's mir da nochmal an, auf jeden Fall. Ich glaube, der ist gerade von da oben in das Wasser reingesprungen. Ich meine, denen geht's auch gut, Leute. Ist halt mal ein kompaktes Gehege, aber dafür umso mehr Mühe habe ich mir dabei gegeben, dass sie es schön haben. Ja, die haben sogar eine kitschige Schlange bekommen, die Wasser spuckt. So, ne? So, ja, der Schlafbereich ist jetzt nicht so spektakulär. Ja, und deswegen freue ich mich auf gemäßigtes Klima, weil dann so, deswegen habe ich die Kuppel ja zum Beispiel auch nichts reingeknallt. Weil warum sollte ich jetzt hier alles vollhauen mit Dschungel und bla bla bla, wenn das draußen alles auch irgendwie entsteht, wisst ihr? Also was können wir dann alles in der Vollversion machen? Und am meisten freue ich mich vor allem, weil dann ja auch Gorilla kommt. Also, ne? Und noch ganz viele andere Tiere. Ich freue mich halt voll auf den Gorilla. Richtig toll. So, okay, das war mehr oder weniger mal eine Runde gewesen, so. Wie sieht's aus bei den Krokodilen? Ach, übrigens hier, die Kiste ist weg. Da hatte ich Spiel neu gestartet und dann war die Kiste weg gewesen. Also, hat sich gelöst, das Problem irgendwie. Ja, das war unser erstes Gehege gewesen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube zumindest das Gebäude hier und so, das stand wirklich seit der ersten Folge. Und auch dieser Zaun und so, habe ich in der ersten Folge, habe ich diesen Zaun platziert. Und jetzt sieht es so aus. Schon ziemlich krass. Und ich habe jetzt auch über 100 Stunden Playtime übrigens. Also ich habe, weiß ich nicht, davon vielleicht 10 Stunden, 20 Stunden nicht gespielt, da lief das Spiel einfach nur. Aber ich würde schon denken, 80 Stunden oder so habe ich bestimmt dran gebaut hier. So, Grizzly-Gehege ist, glaube ich, gerade leer, oder? Das mit schönste Gehege, was ich gebaut habe, ist leer. Oder? Ne, da stehen Leute, da müssen... Oder? Doch, hier ist ein Grizzly-Bär. Einer ist da. Oder er schläft gerade in der Höhle. Und ich stelle mir das auch so cool vor, gemäßigtes Biom müsste ja theoretisch dann auch Schnee und so mal fallen. Also wenn man hier Wetterwechsel macht und so, wisst ihr? Also hier regnet es ja auch mal, wenn man das einstellt, aber ich finde das halt viel cooler, wenn es auch mal schneien kann und so. Könnte man jetzt hier auch erzwingen, aber ist halt irgendwie komisch, wisst ihr? So gut, Leute, ich drehe mich jetzt gerade nur im Kreis. Wir gucken nochmal ganz kurz nach den Elefanten. Es gibt jetzt noch so ein, zwei Tiere von der Beta, die wir nicht platziert haben. So, und diesen Nevaran haben wir auch noch nicht. Muss ich mal gucken, so. Vielleicht schaffe ich es noch irgendwie eine Folge aufzunehmen. Ich lasse es euch einfach in den Kommentaren wissen, ob da noch was kommt. Das Gute ist aber theoretisch, wenn diese Folge kommt, dürfte es gar nicht mehr so lange dauern, bis die Vollversion da ist. Also selbst wenn jetzt, keine Ahnung, nur noch eine Woche hin ist bis zur Vollversion. Auch übrigens, da würde ich jetzt an dieser Stelle auch gerne mal Werbung machen, falls das jetzt die letzte Folge sein sollte. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Kommt ihr zu meinem Livestream? Denn ich werde, wenn Planet Zoo die Vollversion losgeht, erstmal sehr viel Planet Zoo Livestream einfach nur. Wenn ihr Bock habt, ne, könnt ihr einfach auf den Link klicken, folgt mir da und dann kriegt ihr mit, wenn es losgeht. Auf Discord kann ich auch nochmal ganz kurz verweisen, da gebe ich auch immer Bescheid. Auf YouTube in der Community-Bereich gebe ich auch immer Bescheid.
Und wenn ihr auf den Link klickt, ganz oben in der Videobeschreibung, dann kommt ihr auf meinen Livestream-Channel. Würde ich mich sehr freuen. Also gerade zu Pläne zu Release, wenn es losgeht, werde ich erstmal sehr viel Livestreamen. Ich muss mal überlegen, wie ich es mache. Ich würde wahrscheinlich erstmal einen Zoo machen, wo ich sehr viel züchte. Wo ich, was Detailarbeit angeht, zwar schon was machen werde, aber nicht ganz so krass. Weil ich finde diesen Franchise-Modus mit diesen Arterhaltungspunkten online ziemlich cool. Und damit würde ich gerne anfangen. Und das werde ich im Livestream erstmal machen. Ja, und dann mal gucken. Es soll ja dann auch einen Sandbox-Modus geben und so, ne? Mal schauen. Auf jeden Fall erstmal Livestream zu Release. Sehr, 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 sehr sicher. Franchise-Modus. Wahrscheinlich gemäßigtes Biom. So ein bisschen wie in Deutschland oder so. Und da werde ich meinen ersten Zoo beginnen. Und da versuchen wir erstmal irgendwie an die ersten Punkte ranzukommen. An die ersten Arterhaltungspunkte. Gerade am Anfang, glaube ich, macht das sehr viel Sinn, da ein bisschen Energie zu investieren. Kann man bestimmt einiges reinholen. Oh Mann, die sehen so toll aus, oder? Das ist unglaublich. Ah, ich finde, das ist ein schöner Abschluss mit diesen afrikanischen Elefanten. Ich finde das super. So. Und sollte noch eine Folge kommen, dann kriegt das ja mit. Wie gesagt, ich schreibe es vielleicht auch nochmal in die Kommentare dann, falls noch eine Bonusfolge kommt oder so. Ansonsten würde ich mich an dieser Stelle erstmal von euch verabschieden. Wir sehen uns dann bei der Vollversion einfach wieder. Sei es dann im Livestream oder dann auf YouTube. Da werde ich natürlich auch versuchen, was zu machen. Aber ein Tag hat er leider noch 24 Stunden, darum muss ich halt gucken, wann dann auf YouTube wieder was kommt. Mal schauen. So Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Auf vielen, vielen Dank nochmal wirklich an alle für das super krasse, gute Feedback, was ich bisher erhalten habe. Das ist super nice, habe ich mich immer richtig gefreut und drauf auch das zu lesen und lesen zu dürfen. Und genauso auch für eure Unterstützung, was Daumen angeht und so. Einerseits ist das immer ein guter Indiz dafür, okay, ich habe gute Arbeit da geleistet bei dem Video. Gerade nach Bearbeitung, so geht immer noch mal sehr viel Zeit drauf und da sieht man halt, okay, das wisst ihr zu würdigen, das ist gut, da freue ich mich dann, das ist halt wirklich so. Und gleichzeitig hilft einem das halt wirklich auch weiter, ne? YouTube-Algorithmus und so. Da wird halt ein Video auch mal besser gerankt, wenn ihr auf den Daumen drückt und fleißig kommentiert. Und dann kriegen das vielleicht auch mal ein, zwei Leute mehr zu Gesicht als ansonsten. So Leute, alles klar, ich verabschiede mich mit diesem Blick aus der Ferne. Ja, der Zoo wird jetzt leider bald weg sein. Aber immerhin konnte ich ihn im Bewegtbild irgendwie jetzt noch konservieren, so dass er nicht ganz weg sein wird. Alles klar, Leute. In diesem Sinne, macht's gut, ne? Bis zur Vollversion dann. Tschüssi.